Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu dieser heutigen Talkrunde begrüßen. Das Thema heute: mobil nach Amputation. Mein Name ist Andreas Samson, ich bin Ihr Moderator und in dieser Eigenschaft ist es mir eine große Freude, Ihnen meine heutigen Gesprächspartner vorzustellen. Als da wären Frau Dr. Ernst von der UMG. UMG steht für die Universitätsmedizin Göttingen und unter diesem Dach finden wir die Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie als auch plastische Chirurgie. Weiterhin begrüße ich Herrn Otto, Physiotherapeut im Reha-Zentrum Junge, beheimatet in Göttingen. Ebenfalls stationiert in Göttingen begrüße ich meinen Kollegen Christian Haupt, seines Zeichens Orthopädie-Mechanikermeister und in dem dortigen Kompetenzzentrum tätig. Und last but not least, per Webex aus Ungarn zugeschaltet, begrüße ich meinen Kollegen Balázs Polony. Herr Polony ist der Geschäftsführer von Ottobock Ungarn. Herzlich willkommen. Eine Amputation, meine sehr geehrten Damen und Herren, stellt für den Patienten und seine Familie eine entscheidende Veränderung dar. Auf dem Weg der Genesung und der damit größtmöglichen Teilhabe ist eine erfolgreiche Rehabilitation unabdingbar. In der heutigen Runde begleiten wir das interdisziplinäre Team um den Anwender Detlef herum, das ihn während und nach seiner Amputation betreut hat. Frau Dr. Ernst, der Arzt stellt ja ein ganz wichtiges Mitglied in diesem interdisziplinären Team. Sie haben viel Umgang mit frisch amputierten Personen. Was ist aus Ihrer Sicht nach, was sind die größten Herausforderungen? Die Herausforderung in der Versorgung unserer Patienten ist es, die Patienten abzuholen, Ängste zu reduzieren und aber auch zu motivieren auf dem Rehabilitationsweg. Da sind wir bei uns in der interdisziplinären Sprechstunde für Amputationsmedizin ein großes Team, um genau diese Systematik und Problematik abzubilden. Da sitzen Kollegen meinerseits, zum Beispiel noch ein weiterer Orthopäde, der Professor Bratz, plastischer Chirurg, der Herr Dr. Felmerer, Schmerztherapeuten, Neurologen. Und da laden wir unsere Patienten ein, gemeinsam mit ihrem versorgenden Sanitätshaus, wo vorher schon Kontakt besteht über Hilfsmittelversorgung, mit dem Physiotherapeuten vorstellig zu werden, um gemeinsam diesen Weg zu gehen und letztendlich Weichen zu stellen, um Hindernisse auf diesem Weg zu reduzieren und den Ablauf zu optimieren. Frau Dr. Ernst, wenn ich es richtig sehe, eine Mehrzahl der Amputationen sind planbar. Das gibt dem interdisziplinären Team die Möglichkeit, mit dem Patienten im Vorfeld einfach Dinge zu klären oder schon mal zu besprechen. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie kommt das Team hier um diesen Patienten herum zusammen? In einem großen Raum in unserer Klinik, ja, um letztendlich zu zeigen, dass wir Raum für den Patienten haben, aber Raum auch für alle Beteiligten in diesem Prozess. Einmal mit dem versorgenden Physiotherapeuten, mit dem versorgenden Orthopädietechniker, vielleicht auch mit Familienangehörigen umzubahnen, wie wird das häusliche Umfeld, wie muss das reagieren, adaptiert werden, umgebaut werden, ja, und wie können wir die Rehabilitation planen, um womöglich frühzeitig eine Rückkehr ins Berufsleben oder auch in das ambulante Umfeld, in das häusliche Umfeld zu bahnen. Und das gehen wir zusammen an, ja, und der Patient stellt sich sein Team zusammen und ganz wichtig sind kurze Wege und ein enger Austausch. Das kann ich gut verstehen. Die Orthopädietechnik spielt eine große Rolle. Christian, was ist deine Rolle in diesem interdisziplinären Team und wie wichtig ist es für dich, dass du eben möglichst frühzeitig vor der Amputation auch schon mit eingebunden wirst? Genau, meine Rolle im interdisziplinären Team ist die, dass ich frühzeitig den Patienten auch abholen kann in der Lebenssituation, wo er sich befindet und mir auch dann frühestmöglich ein Bild machen kann. Wie ist seine Eingangssituation, welche Lebensumstände spielen eine Rolle und welche Passteile sind dann später dann auch möglich als Versorgungsoption. Und bei einer Oberschenkelamputation habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Kinevo, weil ich dann mit dem Gelenk ihn begleiten kann. Von der Sicherheit, die er anfangs im höchsten Maße braucht, dann zu mehr Mobilität, wo ich dann in den verschiedenen Modis dann ihm mehr und mehr Mobilität aufgeben kann. Und das ist da in dem interdisziplinären Team der Austausch der ganz wichtige Punkt und der Aspekt dabei. Eine frühe Mobilisierung, das hast du auch gerade schon angesprochen, ist eben essentiell, damit der Patient hier sicher seine ersten Steh- und Gehübungen durchführen kann. Die prothetische Versorgung, die wir auch schon gerade angesprochen haben, spielt hier eine entscheidende Rolle. Nach welchen Kriterien suchst du die Passteile aus?
Genau, der höchste Punkt ist direkt nach der Amputation die Sicherheit, die wir ihm geben wollen, sodass er sich immer auf seinen Passteil verlassen kann. Und gerade bei den ersten Schritten die Sicherheit bekommt, um der Prothese zu vertrauen. Und dann werden wir ihn weiter begleiten in der Mobilität, mehr und mehr dann auch ja, Mobilität zu erreichen und von der Mobilität zu den Schritten zu kommen, dass er eine Schwungphase steuern kann und dementsprechend in der interdisziplinären Team, dass wir da in der Gehschule dann weitere Fortschritte machen und ihn da begleiten. Ich habe mir das Wort Vertrauen jetzt gemerkt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch für Ihre Arbeit, Herr Otto, dass der Patient eben möglichst frühzeitig auch schon starkes Vertrauen in seine prothetische Versorgung macht. Das macht, glaube ich, Ihre Arbeit auch einfacher. Was ist Ihre Rolle in diesem interdisziplinären Team? Ja, also meine Rolle besteht darin, vom Beginn der Rehabilitation in den ersten Stirn-Gehübungen am Patienten direkt in der Begleitung diesen zu sein. Ja, man kann diese zeitliche Situation einer Rehabilitation schwer begrenzen, da wir sehen, dass viele Patienten mit ihren individuellen Einschränkungen entsprechend über einen längeren Zeitraum auch betreut werden müssen. Ja, nicht selten ist es der Fall, dass Patienten, die bereits eine akute Anschlussheilbehandlung hinter sich gelassen haben, noch weiter zu uns in die ambulante Therapie kommen, um noch mehr Vertrauen in die Prothese einzubringen, um ihr Gangbild zu verbessern, um einfach den Funktionsumfang des Prothesengelenkes optimal nutzen zu können. Ja, Sie haben sehr schön gesagt, die Mobilität ändert sich, sie geht nach vorne, man wird mobiler. Wie gehen Sie mit diesem Umstand um? Also für mich sehr wichtig ist, den Patienten dort zu therapieren, wo es eigentlich am meisten Sinn macht. Das heißt, unsere Therapie ist weniger ausgerichtet auf die Funktionalität, sondern wie integriert sich der Patient mit seiner entsprechenden Einschränkung in den Alltag. Das bedeutet, dass gerade hier ein wichtiger zeitlicher Aspekt wieder eine Rolle spielt, den wir gerade in der engen Zusammenarbeit mit dem Orthopädie-Techniker bzw. dem betreuenden Arzt führen, um, wenn Probleme letztendlich auftreten, diese zeitmäßig früh zu erfassen und abzuwenden. Eine gute Situation ist uns jetzt zugespielt worden. Es gibt seit neuestem gerade für das Kinevo die sogenannte ABC-Kinevo-App für Oberschenkelamputierte, die es uns als Therapeuten erstmalig ermöglicht, selber die zum Beispiel Aktivitätsmodis des Gelenkes zu beeinflussen. Somit haben wir natürlich die optimale Voraussetzung, in der Therapie eigens zu schauen, wenn sich Verbesserungen ergeben, individueller auf den Patienten einzugehen, dass der Rehabilitationszyklus in dem gut vorangetrieben werden kann. Herzlichen Dank erstmal bis hierher. Wir hatten ja eingangs gesagt, dass es um den Anwender Detlef geht. Wir haben ein paar Bilder hierzu vorbereitet, die ihn während seiner Rehabilitationsphase zeigen. Christian, Herr Otto, ihr kennt ja den Patienten nun von Anfang an. Könnt ihr uns den Patienten vorstellen und könnt ihr uns auch ein bisschen was zu den Bildern sagen, bitte? Gerne. Gerne. Ja, ihr wisst noch genau, wie Detlef zu uns kam, welche Ursache seine Amputation war. Es war ja die Durchblutungsstörung. Und wie unsicher er anfangs auch mit der ganzen Situation erstmal konfrontiert wurde. Und hier ganz schön zu sehen, wie wir in der Gehschule gemeinsam dann die ersten Schritte begonnen haben. Bei dem Kinevo haben wir ja die Möglichkeit, durch die drei Modis ihm erstmal die höchstmögliche Sicherheit zu bieten und dann nach und nach in der Gehschule gemeinsam zu schauen, wann können wir den nächsten Step machen? Wann können wir in den Modus B gehen? Und hier auch schön zu sehen, das Lächeln, okay, wir haben die Sicherheit ihm geben können und er kann jetzt in den nächsten Modi gehen. Da kannst du dich noch gut dran erinnern, Markus, als wir dann gemeinsam entschieden haben, jetzt ist es soweit, jetzt können wir ihn aufgeben. Genau, und gerade die Entwicklung von Herrn Rau war, ich sag mal so ein bisschen beispielhaft für diese Situation um das Kinevo herum. Ich weiß, Herr Rau kam zu uns mit dem Aspekt, noch viel Sicherheit bezüglich unter AMG-Stützen zu arrangieren. Das Ganze hat sich dann relativ schnell geändert in seinen Ansprüchen, dass wir in den B-Modus umsatteln konnten und aus dem heraus natürlich die Therapie in einen ganz anderen funktionellen Aspekt rücken konnten. Na, wie ich es vorhin schon mal beschrieben habe, ist natürlich immer wichtig der Ansatz, die Therapie möglichst alltagsnah
nah zu organisieren. Und das ist halt einfach mit dem Kinevo und seinen Möglichkeiten sehr gut gegeben. Für uns ist das dann immer ein gutes Zeichen, wenn der Patient in den Verlaufskontrollen in die Sprechstunde reinkommt, am Anfang womöglich noch mit Rollstuhl, dann beim nächsten Mal nur noch mit dem Gehstock, und wenn er dann ganz ohne Hilfsmittel kommt und stolz erzählt, dass er vielleicht schon einen Modus weiter ist, ist nicht nur Motivation für den Patienten, sondern auch wirklich ein dynamisches Tool, um letztendlich diesen Weg zu begleiten. Ja, herzlichen Dank an Sie alle drei, dass Sie die Bilder hier so gut kommentiert haben. Das Konzept mobil nach Amputation, das Zusammenfinden des interdisziplinären Teams, das Versorgen nach dem neuesten Stand in der Prothetik, das sind Dinge, die werden in Deutschland natürlich schon gut gelebt. Aber wie sieht es in anderen Teilen der Welt aus? Und das bringt mich zu dir, Balázs. Wie wird dieser Ansatz in Ungarn gelebt? Ja, wir haben in Ungarn praktisch das deutsche Modell in einem deutlich anderen Finanzierungsumfeld umgesetzt. Ja, vor circa 3 Jahren haben wir damit angefangen. Der Anwender wird direkt nach der Amputation schon in der Interimsphase mit einem Kinevo-Kniegelenk versorgt, um die pathologische Bewegungsmuster zu vermeiden und eine bestmögliche und ganz wichtig auf individuellen Bedürfnisse angepasste Rehabilitation zu ermöglichen. Das führt dazu, dass der Patient seine Prothese ohne Angst und bei maximaler Sicherheit vertraut. Die Rehabilitationsphase wird hier natürlich auch vom interdisziplinären Team durchgehend begleitet. Und das Kniegelenk wird kontinuierlich, das ist ganz wichtig, nach dem aktuellen Zustand des Anwenders immer angepasst. Somit wird der Patient mit dem besten geeigneten mikroprozessorgesteuerten Kniegelenk am Ende der Rehabilitation versorgt. Balázs, ihr habt das Konzept mobil nach Amputation quasi 1:1 übernommen, auch wenn die Kostenträgersituationen eben zwischen Ungarn und Deutschland unterschiedlich sind. Aber ihr seid im Sinne des Patienten unterwegs, so soll es sein, macht weiter so. Wir haben jetzt ganz viel über oberschenkelamputierte Anwender gehört, wir haben viel über das Kinevo gehört, aber auch Unterschenkelamputierte profitieren von dem Konzept mobil nach Amputation. Und hier gibt es Gutes zu berichten. Otto Bock wird sein Portfolio im Bereich der Unterschenkelprothetik, gerade was die postoperative Phase, aber auch was die Interimsphase betrifft, erweitern, um Ärzten, um Pflegern, um diese zu unterstützen bei der zum Beispiel so wichtigen Kompressionstherapie. Wenn Sie mehr Informationen zu diesem Thema haben wollen, dann finden Sie dies auf der Internetseite unter www.mobilnachamputation.de. Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind wir leider schon am Ende unserer Talkrunde angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern hier im Studio bedanken. Ich möchte mich ganz herzlich nach Ungarn bei dir bedanken, Balázs. Und ich wünsche Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, alles Gute. Dankeschön.